Hallo meine Damen und Herren, wir stehen hier vor dem Gebäude der Leuphana University in Lüneburg. Und zwar befinden wir uns in der ESTI-Startwoche 2010. Hier wurde der Contest vorgestellt für die Projekte zur Umgestaltung des Campus. Wir wollen ein Projekt näher beleuchten, das des Büros Weidinger. Projekt von Weidinger, das ist mir völlig unklar geblieben. Und diese Bars oder Streifen oder was das sein soll, wie die den Campus verändern sollen, das leuchtet mir gar nicht ein. Und zudem fand ich die Präsentation ziemlich schlecht gemacht. Schwarz-weiß und ich finde, sie hätten unbedingt Bilder zeigen müssen. Was mir da nicht so gut dran gefallen hat, war einfach, dass ich von Anfang an nicht so richtig den folgen konnte und ich irgendwie gleich abgeschaltet habe, als ich gemerkt habe, dass ich irgendwie keine Visualisierung davon bekommen habe. Nach diesen ersten Meinungen stellt sich die Frage, ob die Umgestaltung der Leuphana wirklich so düster aussieht. Ich glaube, mein Lieblingsort wäre der des Laserstreifens. So, ich kann mir wunderbar vorstellen, sich in so einen Bruch zu vertiefen und erstmal für alle anderen nicht unentdeckt zu bleiben. Also ich fand es ganz interessant, dass sie keine Bilder gezeigt haben, dass sie uns den Freiraum gelassen haben, um das selber vorzustellen. Das Projekt Nummer 2 von Weidinger, das war der absolute Wahnsinn. Vor allen Dingen die 4 Streifen haben mich absolut überzeugt und Jungs, das Konzept ist der absolute Hammer. Wahnsinn.